macht die resolute Klinge tot, bevor sie heilen kann. You're not going anywhere. Okay, die hat sich zurückgezogen. Und hat sich geheilt. Nicht so schön. Mehr Schaden und mehr Defense. It's a hit. This weapon is entirely worth. Will do. Das bringt gerade nichts. Damn thing could have killed. Okay, Lyra heilen. Pay attention, kids. You might learn something. Okay, Lyra heilen hat nicht wirklich was gebracht. Damn thing couldn't pierce cloth. Tötet die. Okay, das war die erste resolute Klinge. Okay, Lyra ist wieder ziemlich am allerwertesten. Beric, auf dich ziehen. Ah, das war das, was Lyra jetzt gerade ordentlich wehgetan hat. Okay, die zweite resolute Klinge ist weg. Wir können uns jetzt geschmeidig durch die Hingelsklingen durchboxen. Bleed out, you little sh. Not happening. I'm on it. I'll tear your. Gut. Diesmal hat Lyra nur ein bisschen Schaden genommen. Und Landry konnte nicht aufsteigen. So. Gut. Den nächsten Schritt kennen wir ja. Right. You see that? More tallies to the body count. Okay, in die Falle reinrennen war nicht beabsichtigt. Ah, Mann. Vorhin klappte alles gut, dann ging alles schief. Das wirkt leider nur auf einen Gegner. I'm on it. This weapon is entirely worthless. Bleed out, you little shit. Wenn ich jetzt laden würde, wäre ich wieder da. So. Right. Alles tot.
sehr schön, dass alles tot ist. Dieses Mal lief es um einiges schlechter. Ja. Es kommt davon, wenn man seinen Quicksave vergisst. Who says you can't teach an old dog new tricks? So, lernt wir erstmal wieder Lebenspunkte. Und das da. You got it. Das hier hatten wir schon gelesen, ja. Gut. On it. Jetzt aber, Quick Save. Might we not simply break it? So. Wie lange hebt eigentlich der Zauber nochmal? 45 Sekunden. So, wieder dasselbe wie gerade eben. Send them at me in waves. So. Am besten bei allen mal die KI abstellen. We'll do it. Let's be off. Na, jetzt blockiert die Beric. Okay. Beric ist durch. I'll take care of it. Graven Ash protects. Damn thing couldn't pierce the wall. So, schaltet die KI ein. Gut. Fehl ihn. Steinige ihn. Reise ihn. Take me if you can. This weapon is entirely worthless. Okay, so. Halt Beric. Got you now. Kriegsschrei. Blutbad. Gut, das Blutbad hat gefunzt. Schutz. Beric. Damn thing couldn't pierce claw. I want for the glory of Kairos. Bleed out, you little shit. Smash to pieces. Okay. Gut. Die Himmelsklinge mal wegmachen. Die ist nämlich nervig. Und fast tot. Dann noch den hier wegmachen. So, der ist ein bisschen angekokelt. Dann kann sie ihn auch gleich mal versuchen zu schwächen. So, und da sie so nicht eingreifen kann, Bogen wechseln. For the glory of Kairos!
Get back here! Auch wenn unser Fernkampf gerade ein bisschen schwach war. Also schwach ist. Ja, lilane Sachen. Sehr schön, geben einen Haufen Geld. So, und damit nicht wieder Malheur passiert. Quick Save. I got it. So. Machen wir es gleich richtig. Will do. Your days end here. My armor feels lighter. Ja, Schwäche nochmal. Ja, kriegt halt verdammt langsam Erfahrungspunkte. Das ist das Problem. You learn something every day. Can't do that. This weapon is entirely worthless. Ja, Lyra bräuchte jetzt noch 21 Punkte. Damit sie mal Level 11 erreicht. Beric hat schon so eins. Okay. Das heißt, Level-Ups bei uns. Ja, das ist ziemlich hohe Entschlossenheit gerade. Das macht Leben beherrschen hoch. Das macht eigentlich alles, was ich an Zaubern habe, hoch. Ich brauche aber auch mal Genauigkeit. Und Beric, wie viel? Du hast gerade 15 Stärke. Puh. Entschlossenheit hast du 12. Machen wir mal wieder einen Punkt in Stärke. Ja, da hatten wir die neue Rune hier drin. So, Beric, Level Up. Beric und Gruppenmitglieder in der Nähe erleiden deutlich reduzierten Schaden. Das ist immer nicht schlecht. Das ist auch nicht schlecht. Das ist böse. Phalanx Stufe 2. Ich mache aber erstmal den Rüstungsschutz höher. So. Und bei mir... Basisangriffe könnten mehrfach treffen. Leichte Treffer und Fehlschläge mit Fernangriffen springen auf Feinde hinter dem Ziel über. Querschläger. Nein, erstmal Wurfwaffen können bessern. Also da möchte ich gerne Stufe... Also 10 erreichen in Wurfwaffen. Und dann gucken wir mal. Also noch 3 Level-Ups. Will do. Und ja, ich muss Lyra wirklich zu einem Trainer schicken. Got it. Glücksbring. Kritische Abwehr, Präzision von Treffern. Ach, das ist was für Lyra. Lyra hat ja nur parieren und regenerieren. So. Dann würde ich sagen,
Bevor wir reingehen, mache ich hier erst einmal einen Cut und speichere. Da sich jetzt gerade die Zeit so gut anbietet. Also, LP018, speichern. Und dann sehen wir uns gleich wieder.